Gestern, wir wollen, wo der Sixpack vorher war. Und das Karaoke-Mädchen, das in der Thai-Oase singt, träumt noch von einem Musical, doch dafür ist es längst zu spät. Alle Arme und Hände aus Neumünster, schaut sie gerade Dildos an. Meine Freundin hatte ihr erzählt, dass euch die Liebe retten kann. Und der Junge vor dem Gay-Shop, der schaut von draußen rein. Er denkt, es ist ne Phase und die geht bald wieder vorbei. Doch wenn du uns am Morgen ausspuckst, sind wir schön wie eh und je. Und wenn die Sonne am Fischmarkt aufgeht, ist auch der letzte Hund verliebt. Oh, St. Pauli, liebt dich, wie du bist. Schön bist du oder nicht? Oh, St. Pauli, nimm dich wie du bist. Ich will alle Arme oben sehen, bis ganz da hinten. Herzlich willkommen zum Wacken 2023! Hierher, für alle Leute, aber sie werden das alles vergessen. Egal, ob ihr gerade zu Hause vor dem Bildschirm sitzt, mit einem sehr, sehr traurigen Auge. Wir fühlen mit euch, wir sind wirklich bei euch. Das ist richtig, richtig beschissen. Aber gönnt den Leuten, die hier sind, eine gute Zeit. Und ihr habt euch durch den Schlamm hierher gerobbt. Ihr habt euch durchgekämpft, durch die ganze Scheiße. Und jetzt seid ihr hier! Respekt! Aber natürlich auch an die ganze Crew, an die ganzen Leute, dass sie möglich gemacht haben. Das ist echt eine krasse Situation. Aber wisst ihr was? Können wir mal kurz feiern, dass wir jetzt 3 Tage die ganze Anreise vergessen. Wir vergessen, wie wir zurücklassen mussten. Wir vergessen alles. Wir machen einfach 3 Tage eine richtig schöne Schlammparty. Okay, Wacker! We'll be right back.
50 Jahre Stempel. Schön zu sehen, dass ihr jedes Jahr mehr werdet. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich war die letzten Wochen ein bisschen wütend über so ein paar Themen. Und vielleicht geht es euch ja auch so. Habt ihr Lust, diese Wut mit mir zusammen Ausdruck zu verleihen? Das finde ich sehr schön. Ich möchte gleich also die Menschen, die schon mal da waren, die erzählen einfach ihren Nachbarn, was passiert. Nachbarinnen, irgendwas dazwischen, whatever. Und dann, gut, können ein paar mitsingen. Du meinst, du bist ein Feminist. Ich glaub, du weißt nicht, was das ist. Nur weil man Frauen gerne leckt, ist das noch lange kein Respekt. Hast gern die Fäden in der Hand.
Ego, Wodka, vollgejackt und deine Sprüche im Büro. Ja klar, das sagt man halt mal so. Für dich ist jede Frau verklemmt, die das nicht als Humor herkennt. Dann meinst du, ey, mach dich mal locker, du nimmst das alles viel zu ernst. Ey, scheiß auf Ironie und sag's dir lieber ins Gesicht.
Ich will, werde ich mein Schädel karatieren. Bin schon gespannt, was du dann kommentierst. Und wer weiß, wenn sich das lohnt, vielleicht flieg ich mal zum Mond hinauf und werde stoned. 50 noch ein Kind, wenn ich das will. Oder ich sperr mich in ein Kloster, wenn ich will. Du sagst, ich verliere mein Ruf. Ja, ey, dafür braucht man Mut. Vielleicht finde ich das sehr gut. Ich im Club so lange bleib, mir die Klamotten runterreiß. Dein Namen nicht mehr weiß. Was sagt das über mich? Hab nicht da nur noch Findest. Meine Regeln mach ich. Ist alles nicht dein Business? Dann sind die Gerüchte alle wahr. Dann hab ich eine gute Zeit gehabt. Was sagt das über mich? Das ist meine Hilfe. Das ist meine Hilfe. Was sagt das über mich? Meine Regeln mach ich. Was sagt das über dich? Was sagt das über mich? Das ist meine Hilfe. Fundamental rights. Also, falls ich einen guten Ratschlag für euch heute Abend an alle da draußen habe, falls ihr je ein 45-Minuten-Set auf dem Wacken spielen solltet und es ist ein verreckender Tag und ihr denkt, ich gehe mit meiner Regenhose auf die Bühne, weil die sieht verdammt cool aus, tut es nicht. Sie sieht nicht nur verdammt cool aus, sie ist auch fürchterlich heiß. Aber ich dachte, so bin ich gewappnet für euch. Pass auf, du, die da singen möchte. Kannst du die zweite Strophe von Kannst du? Liebe Securities, könnt ihr dir mal zusehen, dass diese junge Dame schon mal da irgendwie über den Barrier rüberkommt? Schön. Das ist eine Weltpremiere. Wie kriegen wir die jetzt schnell hier hoch? Okay, für alle da draußen. Wir haben im April ein kleines Lied rausgebracht, zusammen mit den lieben Jungs von der Sonderschule. Und da der Tim, das ist der Sänger, es leider nicht hierher geschafft hat. Er war einer von den Personen, die gerne noch gekommen wären. Aber ihr wisst ja, wir sind voll. Kam keiner mehr rein, gilt auch für Künstler. Hi, deshalb, du bist vorbereitet anscheinend. Hab ich's verpasst. Okay, das heißt, wie ist dein Name? Isabel ist heute Tim von der Sonderschule, macht mal riesen Lärm für sie und sie singt mit uns die zweite Strophe von Der Himmel ist eine Kneipe! Stop!
ein astrein Circle-Pit sehen. Wenn das nicht hier funktioniert, wo dann? Einmal richtig schön da im Kreis da unten. Alle anderen, aber auch. Dass hier mal ein bisschen Bewegung in die matschige Suppe da unten kommt. Du bist stark und
Normalerweise würde ich sagen, alle runter. Aber ehrlich gesagt, habe ich diesen Boden vorher überhaupt nicht angeguckt. Also deshalb würde ich sagen, Volksabstimmung. Alle runter? Das reicht mir, das war für mich genug Ja. Das ist hier ein Matriarchat hier oben und ich habe entschieden, dass das ein Ja war. Also, alle runter, alle runter. So, und jetzt nicht das Übliche, sondern ich suche der oder die oder was auch immer Freiwillige, die dort in der Mitte so einen richtig schönen Schlamm, erstmal so einmal durch den Schlamm. Ja, komm, mach einfach. Mir ist egal wer. Macht das da unter euch demokratisch aus? Ich möchte da auf jeden Fall ein bisschen Schlammattitüde sehen. Da unten. Alle anderen, fleißig klatschen. Das ist dein Applaus. Aber zögere nicht zu lange raus. Wir haben nicht ganz so lange. Oh, da wird sich schön durch den Schlamm gerobbt. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Ich hatte kurz überlegt, ob ich runterkomme. Aber ach, ich weiß auch nicht. Das sieht super aus, wie ihr das macht. Alle anderen! Bitte kommen vor dem Sturm. Nochmal tief Luft geholt. Dein Vertrauen bis zum Anschlag, weil du das, was du willst, nur selbst in der Hand hast. Na komm schon! 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 Auf sie mitgebrüllt, dass sie deinen Schlachtruf hören! Auf sie mitgebrüllt! Attack! Auf sie mitgebrüllt! Sag dem Leben, was du willst! Denn dein Wille ist ne Waffe! Attack! 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 Es könnte sein, dass ich beim nächsten Lied ein bisschen eure Hilfe brauche. Kriegen wir das hin? Es ist ein sehr, sehr schwieriges Lied. Ein sehr, sehr schwieriger Text. Aber ich glaube, wir haben hier eine Menge Nationen vereint. Ich glaube, hier sind sehr, sehr viele Sprachen vorhanden. Deshalb bin ich guter Dinge, dass wir das jetzt hinkriegen.
Eltern eines Tages werden unsere Herzen schwer. Sonst könnte keiner hier mehr stehen. Heute heilen alle Wunden. Das Leben ist schön. Dabei weiß ich schon seit Stunden, es wäre besser, jetzt zu gehen. Bitte bring mich nach Hause, bevor ich wieder Scheiße baue. Sonst bleib ich wieder hier. Bis es komplett eskaliert. Bitte bring mich nach Hause, weil es schöner nicht mehr wird. Bring mich nach Hause, bring mich hier weg. Ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder da gemeinsam
Doch jetzt bring mich nach Hause, bevor ich wieder Scheiße baue. Sonst bleib ich wieder hier, bis es komplett eskaliert. Bitte bring mich nach Hause, weil es schöner nicht mehr wird. Bring mich nach Hause, bring mich nach Hause. Denn wenn die Sonne morgen wieder für mich aufgeht, dann bin ich bereit. Denn diese neuer Stoff für Träume. Ich bin glücklich, komm, wir gehen. Bitte bring mich nach Hause, bevor ich wieder Scheiße baue. Sonst bleib ich wieder hier, bis es komplett eskaliert. Bitte bring mich nach Hause, weil es schön. Bitte bring mich nach Hause. Müsst ein bisschen lauter sein, kommt nicht wieder. Bis es komplett. Bitte bring mich nach Hause.